Vielen Dank. Danke. Yes. Das ist ein unnatürlich langer Applaus. Aber ich nehme ihn an. Vielen Dank. Leipzig, oder Leute? Cool. Nee, ich freue mich, hier zu sein. Freue mich. Okay, bei irgendeinem Punkt ist es ironisch. Nein, ich war letztens in Bremen, das war unangenehm. Ich komme aus Bremen, ich war auf so einem Klassentreffen dort, so habe alte Leute getroffen, so aus der Stufe, wo man so Leute trifft, denen man jahrelang irgendwie aus dem Weg gegangen ist, um sich dann zu vergleichen. Das war so eine Veranstaltung. Ich habe so einen alten Kumpel getroffen und er hat mir erzählt, so was er in den Jahren nach dem Abi gemacht hat, und er war direkt danach für ein Jahr in Afrika und hat irgendwie geholfen oder irgendwie sowas. Und er meinte, dieses Jahr war später ganz gut für seinen Lebenslauf. Es hat ihm so geholfen bei Bewerbungen für Jobs und so. Und ich dachte mir so, krass, ein Jahr in Afrika bringt echt viel. Ein Leben in Afrika bringt irgendwie gar nichts. Also es gibt anscheinend einen Punkt, ab dann ist man überqualifiziert oder so. Wenn Menschen aus Afrika nach Europa kommen, ist man hier so, ey Leute, ihr habt zu viel Auslandserfahrung. Auslandserfahrung ist irgendwie die einzige Spalte im Lebenslauf, wo man es übertreiben kann. Kommen an der europäischen Grenze an, kriegen erstmal kein gutes Feedback. Leute, ihr habt zu viel Auslandserfahrung. Das hier ist ein weißer Kontinent. Wir haben schon ein paar von euch drin. Wir wollen im Schnitt unter beige bleiben. Das ist der Schnitt, den wir so anpeilen. Leute gehen aus Europa für ein Jahr nach Afrika. Irgendwie kommt niemand aus Afrika nach Europa nur für ein Jahr. Jemand ist so, ein Jahr Europa, ich glaube, ich lasse mich mal drauf ein. Und nach einem Jahr, ich habe irgendwie gemerkt, Sicherheit und Wohlstand ist nicht mein Ding. Das bin einfach nicht ich. Ich brauche Herausforderungen. Ich habe letztens kein Hoch bekommen. Ist mir passiert. Sie war mega, mega heiß. Richtig, mega, mega, mega schön. Das ist so ein bisschen mein Fetisch, geile Frauen. Und wir waren bei ihr. Sie hatte einen Mietvertrag. Ist auch ein bisschen mein Beuteschema, Frauen mit Mietvertrag und so. Und niemand geht als Sieger aus der Situation. Ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, wenn man keinen Hoch bekommt. Keiner ist ein Champ danach. Mein Penis hat uns beide verunsichert. Wir waren beide auf einmal so, was ist hier passiert? Aber im Endeffekt war alles gut. Das Coole war, sie war relativ jung, nicht so erfahren. Und sie hat irgendwie sofort sich selbst die Schuld gegeben. Und ich war so, ja genau. Ich mag, wie du denkst. Du bist selbstkritisch. Fragst dich, was du besser machen kannst. Wir wurden in dem Moment irgendwie ein Team. Wir sind so näher zusammengerückt. Das war so Teamwork. Wir haben es so gemeinsam auf sie geschoben. Es war relativ angenehm. Sie war so, ist was? Hab ich irgendwas falsch gemacht? Ich so, ja. Ja, ich meine, sollen das Titten sein? Ich meine, komm schon. Streng dich an. Ich bin ein richtiger Mann. Nee, ist nicht passiert. Das ist eine Comedy-Show. Das war erfunden. Also ich habe auf jeden Fall kein Hoch bekommen. Der Part ist wahr, aber ich habe anders reagiert. Also wäre schon cool, wenn jemand so reagieren würde. Also wäre nicht cool für die Frau, aber es wäre irgendwie witzig. Krieg kein Hoch, wird zum völligen Soziopathen. Komplettes Arschloch. So, ja, ich funktioniere. Also ich weiß nicht, was mit dir los ist, aber... Und dann kommen wir mit so richtig schlechten Ausreden. Ja, ist die Bettwäsche aus Polyester oder was ist hier los? Das Fenster war auf Kipp und... Willst du nicht ficken oder was? Das ist dein Problem. Na gut. Dieser Auftritt wird mein Durchbruch. Ich komme richtig groß raus nach der Nummer. Ich habe ein anderes Thema. Das ist ein bisschen, es gibt keinen roten Faden, weil ich mir denke, wer braucht das? Wer braucht einen roten Faden im TV? Ich hab manchmal Angst, dass ich so vielleicht ein Antisemit bin. Vielleicht. Vielleicht bin ich dieser Typ, weil ich habe einen sehr guten jüdischen Freund, ist einer meiner besten Freunde. Mir ist irgendwann aufgefallen, dass ich so unterbewusst zu glücklich darüber bin, mit ihm befreundet zu sein. So fast stolz. So als wäre es irgendwie eine Leistung, mit einem Juden befreundet zu sein, mit der man irgendwie angeben kann, wenn man auf eine Party kommt mit ihm, dass man so zu Leuten sagt, und das hier übrigens ist ein Jude. Okay, Leute, ich habe mir einen von denen geholt.
Und ich streue das auch so gerne ein in hitzige politische Diskussionen, wenn ich auf irgendwas antworten muss, bin ich so, einer meiner besten Freunde ist Jude und ja, wir brauchen mehr Kita-Plätze. Mein Name ist Carlos Calanza, vielen Dank. Kann sein, dass ab und zu ein bisschen Kabarett mit reinrutscht, dafür möchte ich mich entschuldigen, das ist nicht meine Absicht. Für die von euch, die den Unterschied nicht kennen, Comedy, Kabarett, ich erkläre es gerne, ich habe ja hier auch einen Bildungsauftrag. Wenn ihr lacht, ist es Comedy. Wenn ihr nicht lacht an der Stelle und euch denkt, hä? Kabarett. Das war Varieté. Eine Bouillabaisse der Unterhaltung.